So, und herzlich willkommen hier bei Let's Ride Trackmania United Forever. Ich habe sogar dran gedacht, mir die Uhr zu stellen. Und wir machen jetzt natürlich weiter mit den ganz tollen Strecken von dem Blauen. Wie man sieht, wir haben diese Sachen endlich schon mal zum größten Teil fertig. Und jetzt machen wir die Kategorie Rally. Und ich hoffe mal, dass das auch gut funktioniert. Allerdings, man weiß ja, wie es letztens bei mir mal gelaufen ist. Also sollte es eher nicht so gut funktionieren. Besonders nicht mit diesen extrem wendigen Bahnen. Und wir brauchen ja schon wieder überall Silber. Das ist noch das Schlimmste daran. Noch sieht das ja ganz gut aus. Noch. Ey, cool, eine Sekunde. Yay. Das kann auch viel passieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt vor einen Baum fahre. Nein, aber wir haben es geschafft. Juhu, beim ersten Versuch schon was geschafft. Das ist selten geworden hier. Gold möchte ich nicht machen, aber ich möchte weitermachen. Denn ich glaube, die Kategorie könnten wir. Oh, jetzt habe ich Bronze genommen. Verdammt. Die Kategorie könnte man schnell schaffen. Könnte man. Muss man aber nicht. Wenn die Strecken. Es kommt halt wirklich immer auf die Strecken an. Bei Bronze jetzt schon 2 Sekunden. Das ist da. Da fühlt man sich natürlich noch besser, wenn man so viel Vorsprung hat. Dann denkt man sich, geil, ich bin voll weit vorne. Juhu. Aber naja. Das kann sich auch immer wieder ändern. Boah, ist man hier langsam. Jetzt können wir wieder Gas geben und 38 Sekunden. Na, das ist doch mal sehr gut. 12 Sekunden sogar Vorsprung und natürlich Silber. Haben wir natürlich wohl das Silberne. Wie könnte es auch anders sein? Und jetzt sind wir schon wieder beim nächsten. Das geht ja echt ratzfatz hier. Geht ganz schön schnell. Jetzt habe ich auch ans Silber gedacht. Und das sollte nicht funktionieren, weil es gerade laggt. Warum? Keine Ahnung. Boah, ich hab schon gedacht, ich fliege zu weit, ey. Fail. Ah, gut, die Strecke mache ich sowieso jetzt. Wow, die ersten beiden Strecken haben wir jetzt schon in 2 Minuten geschafft. Das ist ein Wunder bei meinem Fahrstil. Komm schon, gib Gas. Ah, nein, weil ich gedacht habe, ich gewinne noch, habe ich nicht nach links gelenkt. Ah. Schon wieder so ein Fail beim Vorfahren des Pfostens. Ah, nur so geht's. Immer schön vor den Pfosten fahren und dann sogar noch um 300stel verlieren. Anders geht's ja gar nicht. So, jetzt sind wir aber schon mal ein bisschen schneller. Und jetzt war das war jetzt gerade schon wieder so schlecht. Schlechter geht gar nicht. Aber das sollte wohl noch alles im Bereich des Möglichen sein, denn wir sind jetzt schon wieder vor ihm. Und hier bloß nicht nochmal davor fahren. Und ey, juhu, mit 1,88 Vorsprung geschafft. So soll das doch sein. Und gar nicht erst anders. Rallye C4. Da haben wir das C4 wieder. Ob es explosiv wird? Na, wahrscheinlich wird es nicht explosiv. Aber egal. Es wird trotzdem. Das auf jeden Fall. Oh, oh. Ja, das Problem von dem anderen Fahrer kenne ich jetzt gerade schon. Das ist mir jetzt gerade auch passiert. Wie man wahrscheinlich sehr gut gesehen hat. Oh, oh. Ah. Die Strecke ist schon ein bisschen schwieriger, wenn man immer sehr schnell von der Strecke abkommen kann oder vor irgendwas vorfährt. Dann wird man immer so langsam. 64 Windows hinten.
Das ist zu viel. Dann leckt es auch noch. Das ist auch zu viel. Kann ich nicht arbeiten. Okay, 73 Hundertstel, das sollte man aber nochmal schaffen können. Es geht wieder in den letzten beiden Strecken, dann weiß man ja, das ist bei mir immer so eine Sache. Aber spätestens jetzt sollte ich das in der Tasche haben, weil ich da nicht vor den Stein geflogen bin. Minimal vor den Stein geflogen bin. Wenn ich nicht zu oft rausfliege, dann sollte das andere auch noch alles funktionieren. Eigentlich. Oh, 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 das war knapp. Oh, oh, oh. Und jetzt nochmal schnell auf die Zeit gucken. 1:08. Eine Sekunde. 1 Minute wäre ein bisschen viel. 1:21. Warum sage ich Minuten? Das ist doch Quatsch. 1:27 Hundertstel. Juhu. Yay. Cool. So. Was? Geile Hupe. So, Moment. Ich kann mit Back fahren? Geil. Okay. Also, das wollte ich jetzt gar nicht machen. So, ich wollte jetzt, genau, die nächste Strecke nehmen. Rally C5. Das wäre vielleicht die erste, die ich mal beenden kann, auf Silber, bei den ersten 10 Versuchen. Ich sage, das schaffe ich. Und das ist in der Zeit sowieso drin. Also von daher alles gut. Vielleicht wird das hier dann ein kürzerer Part. Dann kann ich den auch schneller hochladen. Denn ich will es jetzt wirklich nach Kategorien machen bei den ganzen Sachen. Wir haben jetzt gerade mal 7 Minuten. Und wenn ich das jetzt schnell schaffen würde und fail. Wenn das funktioniert, dann wird der Part eben mal ein bisschen kürzer. Und wenn er etwas kürzer wird, dann ist alles ja in Ordnung. Oh Gott, ich hätte nicht sagen sollen, dass es noch kürzer werden darf. Jetzt fehle ich noch mehr. Na. Okay. Ich hoffe, das schaffe ich. Wenn nicht, naja, wir kennen ja, wie es sonst ablaufen kann. Und wie es dann eben sonst abläuft. Wieder noch gesagt, okay, ich glaube. So, und hier darf ich. Hier muss man echt aufpassen, dass man nicht irgendwo runterfällt. Das ist nicht blöd. Über diese Bretter. Oh! So, aber ich bin mit dem Silbergeist noch recht zeitgleich unterwegs. Wow! What the fuck? What the fuck? Ah! Kommt das denn alles her? Scheiß freie Rennen gedöns. Da weiß ich nie, wo ich her muss. Nein, ich freue mich nicht darüber, dass wir das jetzt so schnell geschafft haben. Natürlich nicht. Wie kommt man auf diese Idee? Und das innerhalb von 8 Minuten 30 eine Kategorie. Sprachfehler, wie immer. Innerhalb von 8 Minuten 30 haben wir jetzt wirklich mal eine Kategorie erledigt. Und dann werde ich das auch mit 9 Minuten raushauen. Deswegen werde ich auch noch keinen kleinen Moment was sagen. Und zwar, juhu, wir haben es geschafft. Und ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao.